Hallo, liebe Aufrufer, Lichtgeschwindigkeit heute am Sonntag, den 19. Juni 2011. Hier ein Bericht aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mit Blick auf den Hühnerstall zur Frage Humboldt, Universität Berlin oder Hühnerstall. Im Dauerregen kriege ich hier heute kein besseres Bild mehr zustande als die Finsternis des Wetters zu benutzen und hier den schönen Bericht aus der Humboldt-Universität des FAZ-Autors Jürgen Kaube über Jürgen Habermas, dem Euro-Hegel, kurz mal vorzutragen, hier mit diesem wunderbaren Hühnerstall. Da, das Hühnerhaus. Und das darf ich hier jetzt als Alternative zur Humboldt-Universität vorstellen. Also, aber ich basiere hier auf der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und möchte das kurz hier mal. Das ist ein Hühnerstall kurz vor der Einweihung. Also, da kommt das Huhn persönlich an. Hier ist die Klappe und da ist auch schon das Ei drin. Da ist auch schon ein Ei. Da darf der Fuchs reinkommen, aber nur, wenn er vorher sich angemeldet hat. Und hier ist sozusagen die Hühnerstall-Szenerie. Das ist ein ganz neuer Hühnerstall. Die schweren Hühner, die nämlich dann draußen nicht über den Zaun fliegen können, sind schon ausgewählt und werden gerade produziert. Und na, vielleicht kann ich das auch offen lassen. Dann habe ich mir hier eine Stelle gesucht, die das Ganze schön abbildet. Und jetzt öffne ich hier noch einmal den Hühnerstall. War das zu sehen oder ist das nicht zu sehen? Naja, gut. Also, es geht um folgendes Problem. Der Golddoktor Jürgen Habermas, Frankfurter Schule, Westmarxist quasi mit einer gewissen Umdrehung pro Minute der ideologischen Ausrichtung, immer den Idealismus anrufen und die Wirklichkeit verkennend. Jürgen Habermas also hat hier, das zeigen da Frankfurter Allgemeine Zeitung von Samstag, dem 18. Juni, einen Bericht im Feuilleton der FAZ unter der Überschrift »Hinter verschlossenen Türen«. Ach, Europa, Jürgen Habermas sucht nach Schuldigen für die Krise. Also, es geht darum, wir haben Europawahlen, aber wir haben in der weiten Öffentlichkeit eine Europaverdrossenheit oder auch andersherum, wir haben immer die nationalen Politikerfolge und für die Misserfolge ist immer Europa der Sündenbock. Die böse EU in Brüssel, die bösen Kommissare und so weiter. Und hier hat also Habermas einen Vortrag gehalten in der Humboldt-Universität und der Feuilleton-Kritiker und Wissenschaftsautor Jürgen Kaube hat einen Bericht darüber abgegeben. Ich selber, der zurzeit außerhalb Berlins reist, möchte das aber dennoch mir hier nicht entgehen lassen, das vorzustellen. Also, es geht um Folgendes. Europa ist für den Philosophen nicht nur ein Modell transnationalen Regierens, sondern auch eines für transnationales Bürgerbewusstsein. Idealerweise äußert sich dieses in Europawahlen und in einer europäischen diskutierenden Öffentlichkeit, empirischerweise, also in der Wirklichkeit, äußert sich das im Desinteresse an Europawahlen
und in der Tatsache, dass die Bürger in den Nationen vorzugsweise anderes zu tun haben, als sich grenzüberschreitend zu engagieren, es sei denn wirtschaftlich und touristisch. Womit die Grundopposition auf dem Tisch liegt, die alle Gedanken Habermas in dieser Sache begleitet, das Ideale gegen die Wirtschaft. Das ist ein merkwürdiges Erbe Hegels. Der Staat, hier als ein Organ des Parlaments, ist Träger möglicher Vernunft. Die Wirtschaft entspricht dem System der Bedürfnisse. Schön wär's, schreibt Jürgen Kaube. Tatsächlich hat gerade die europäische Politik ein einziges Thema: die Sicherung des Lebensstandards. Auf die Frage, was Gesellschaften pazifiziert, also befriedet, lautet die Antwort: ihre Aussicht auf den Wohlstand. Die Entgegensetzung ökonomischer und politischer Einigung Europas ist insofern willkürlich, was Habermas selbst zugibt, wenn er Umverteilung zur Grundlage von politischem Bewusstsein macht. Die gesellschaftlichen Naturgewalten systemischer Zwänge liefern in Gestalt von Arbeitsplätzen, Liquidität, Einkommen, Besteuerungsgrundlagen, technologischem Komfort weit mehr an Legitimität als das Rousseau'sche Willenstheater freier Bürger. Auch bei Habermas sind die Bürger denn auch eher Meinungssklaven des Talkshow und politischer Durchsagen als Republikaner eigenen Sinns. Auch bei ihm müssen sie ja von den Politikern aufgeklärt werden, weil sie sich nicht selbst aufklären. Das mag man bedauern. Worin ein eigener Konservativismus läge. Doch so zu tun, als handele eine Politik sinnwidrig, die es als Tatsache nimmt, dass sich die Leute nicht selbst aufklären, nämlich, ist bigott. Habermas will die Leute für mündig erklären und zugleich ihre Einstellungen mit dem Hinweis korrigieren, es seien manipulativ und jedenfalls vernunftwidrig erzeugte Einstellungen. Es hilft nichts. Wir müssen es wohl aushalten, dass die Vorstellung, legitim seien einzig Gesetze, die wir uns selbst gegeben haben, ins Genre der naiven Malerei fällt. Vor allem dann, wenn als Zusatzbedingung von Habermas noch angegeben wird, vor der Mehrheitsentscheidung habe eine deliberative Meinungsbildung stattzufinden. Was für eine Meinungsbildung denn über die Fiskalpolitik beispielsweise, von der Habermas selbst in Berlin sagte, davon verstehe er nichts? Fragezeichen. Was für eine Meinungsbildung, wenn es um Gesetzentwürfe geht, die mehrere tausend Seiten an Materialien umfassen? Fragezeichen. Der europäische Bürger hat noch anderes zu tun, als seine Vorurteile über Agrarfragen, Hindukusch-Fragen, Steuerfragen und Gentechnikfragen fortzubilden. Ist das festzuhalten zynisch? Fragezeichen. Oder ist nicht mehr vielmehr umgekehrt das Programm zynisch, jenen europäischen Bürgern ständig mit normativen Grundsatzfragen zu behelligen?
an denen er nur scheitern kann, es sei denn, er zögerte nicht, sich für Ideen beliebig besteuern zu lassen. Fragezeichen. Jürgen Kaube. Also, lieber Jürgen Kaube, ich bin fähig, solche Texte durchzulesen und gleichzeitig zu verstehen. Ob ich diesen Text verstehe, wenn ihr mir jemand vorliest, bezweifle ich. Ich bezweifle also, dass meine YouTube-Aufhörer jetzt wirklich verstanden haben, verstehen konnten, was hier drin steht. Jetzt kenne ich aber Texte und Vorlesungen von Habermas. Die kann man gar nicht verstehen, es sei denn, man hat Habermas studiert. Dann kann man sie zwar verstehen, aber man muss sie ständig missbilligen, weil hier das Wünschen, das Sollen und das wirkliche Können niemals miteinander abgestimmt ist. Letztlich, hier äußert sich auch wieder Jürgen Habermas in der Humboldt-Universität in Berlin, nach dem Bericht von Jürgen Kaube in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von diesem Wochenende, über finanzpolitische Integrationsprobleme, von denen er selbst sagt, er versteht nichts davon. Das ist natürlich ein weites Feld. Deshalb bin ich hier im Hühnerstall, statt in der Humboldt-Universität. Und ich möchte auch Jürgen Kaube hier zugeben, er hat sicherlich versucht, das Kauderwelsch des Habermas in Deutsch zu übersetzen. Dennoch ist hier das Jürgen Kaubische Deutsch auch schon schwer zu verstehen. Und insofern möchte ich mal sagen, trotzdem ist es dankenswert, dass ein solcher idealistischer Unfug in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung aufgespießt wird. Denn es ist gewissermaßen der Beitrag von Kaube hier auch Satire. Wer soll eigentlich mit diesen nicht seinsgebundenen Äußerungen dieses Frankfurter Schule Jürgen Habermas irgendetwas anfangen, außer seine permanenten Ausreden zu begründen mit solchen Ansätzen des Habermas wie: der Bürger kommuniziert schon, denn er ist ja an der Kommunikation interessiert. Der Bürger klärt sich schon auf, weil er Erkenntnis und Interesse miteinander auseinander bezieht. Genau das ist immer nie der Fall. Der Bürger hat Interesse an Kommunikation, er kommuniziert aber nicht ausreichend. Der Bürger hat Interesse an der Information, er ist aber nicht ausreichend informiert und so weiter. Habermas kommunikatives Handeln landet immer im Abseits. Es reicht hinten und vorne nicht. Eigentlich ist es immer falsch. So, haben wir es in der Humboldt-Universität gehört. Und jetzt hier im Hühnerstall. Und ich versuche es jetzt nochmal von vorne. Geduld, Geduld. Ich bin gleich am Ende. Im überfüllten Auditorium Maximum der Humboldt-Universität zu Berlin hat Jürgen Habermas einen Vortrag über die Krise der Europäischen Union gehalten. Darin wiederholte der Philosoph in verfassungsrechtlichem Vokabular sein Ceterum censeo zu diesem Thema, also seine Beschwerde. Europa brauche eine gemeinsame Sozialpolitik. In Anlehnung an den Artikel 106 des deutschen Grundgesetzes forderte Habermas eine wohlfahrtsstaatliche Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse in der Eurozone herzustellen. Er sagte nicht, wie. Aber dies erst erlaubt für ihn die Formation eines europäischen Bürgerbewusstseins und wäre zugleich der Ausdruck davon, nämlich einer europaweiten staatsbürgerlichen Solidarität. Die gegenwärtige Krise erscheint Habermas in erster Linie nicht als ökonomische, sondern als eine normative. Europa versagt vor dem demokratischen Pensum, das es seinem Begriff nach zu leisten hat. Auf die Anklagebank setzt er dabei die politischen Eliten, das Bundesverfassungsgericht, die Medien. Sie alle tragen für ihn Schuld, dass dem Schritt zur politischen Einigung Europas die Zustimmung seiner Bürger fehlt. Strategisch zaghaft, opportunistisch, an transnationalen Perspektiven desinteressiert und auf Wirtschaftsfragen verengt, so erscheinen dem Philosophen die europäische Debatte und die europapolitischen Entscheidungen. Wie kommt er darauf? Bei Habermas gibt es
zwei Europas. Das eine ist die Idee der Überwindung nationalstaatlicher Engstirnigkeiten, ein Schritt auf dem Wege zu einer politisch verfassten Weltgesellschaft. Europa als Vorbild für transnationales Regieren. Das andere Europa ist das empirische. Hier findet Politik, wie Habermas nicht ablässt, sich zu beschweren, hinter verschlossenen Türen statt. Was allerdings selbst für Berufungskommissionen, Kabinettssitzungen oder höchstrichterliche Beratungen gilt. Man könnte es für eine Bedingung professionellen Arbeitens halten. Für Habermas ist es ein Mangel. Die echte Demokratie soll nicht so sein. Seinen besonderen Zorn haben dabei die Beschlüsse des Pakts für Europa auf sich gezogen, die am 25. März vereinbarten, die Wirtschafts- und insbesondere Fiskalpolitik aller Mitgliedstaaten einer schärferen Beobachtung zu unterziehen. Dieser Maßnahmenkatalog, so Habermas, sei undemokratisch, weil seine Umsetzung eigentlich von nationalen Parlamenten zu diskutieren und nicht auf europäischen Regierungstreffen zu beschließen sei. Wenn allerdings, da dringt gerade jemand ins Haus ein, ich muss abbrechen, eine Sekunde noch. Wenn allerdings das Europäische Parlament solchen Maßnahmen zustimmte, wäre für Habermas der Legitimationsschaden wieder geheilt, denn das Parlament sei nach Parteien und nicht nach Nationen zusammengesetzt. Straßburg vertritt bei ihm die Idee, Brüssel die Wirklichkeit, Glaubwürdigkeit wird für ihn durch die Legislative mehr als durch die Exekutive hergestellt. So, jetzt kommt der Besuch. Herzlich willkommen im Echtzeit-Video-Aufnahme im Hühnerstall. Aha. Über die Humboldt-Universität und den Hühnerstall. Herzlich willkommen. Hiermit seid ihr Ingo, weltweit berühmt. Jetzt schalte ich das ab. Also, danke für den Aufruf. Das war hier jetzt die Natur der Gewalten.